Wie ist es mit Herrn Duck gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückzubekommen. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ich wünschte nur, sie könnten wieder so miteinander auskommen wie früher. Sicher, sie haben sich gelegentlich gestritten, aber nicht so wie jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Moment. Fotos? Das ist es! Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in meinem Album, mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und wow! Nicht so schnell, wie wär's, wenn du das Foto findest? Und ich mache das Essen und den Rahmen. So hast du Zeit für das... Tolle Idee, Ori. Vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das beide lieben. Nun, Donald lebt auf einem Boot und Dagobert Duck ist bekannt für seine Abenteuer. Also vielleicht ein Muschelrahmen. Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholzmuscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Aha. Das könnte klappen, Ori. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können. Wie einen roten Obstkuchen. Hier, ich habe gerade in diesem Rezeptbuch, das ich mir von Remi geliehen habe, darüber gelesen. Bis bald! Okay, schauen wir mal. Was brauche ich denn dafür? Ich lerne es einfach. Da. Apfelweizenbutter. Wenn ich die Butter jetzt hier kaufe, kann ich dann mit rausnehmen, oder? Wie sagte schon Gusteau, jeder kann kochen. Es hilft natürlich, wenn ich dein Lehrer bin. Oh, wie schön. So. Oh, Junge, heute ist es aber schön. Sieht schon extrem gut aus. Okay, dann machen wir den Obstkuchen schnell. Rezepte. Wo ist er? Roter Obstkuchen. Wir stellen her. So. Gut. Und ich suche eigentlich immer noch Wally. So, Wally. Wally ist zu Hause. Warte. Wir machen gleich Bub. Entschuldigung. Hallo. Bitte. Die Maschine ist repariert. Wir haben die Maschine also repariert, aber ich weiß immer noch nicht, wie sie funktioniert. Ha, du hebst die Hand, als wären wir in der Schule. Weißt du, wofür das Teil gut ist? Ist es Erinnerungen, Dinge kaputt macht, Erinnerungen findet. Ich verstehe, diese Maschine ist also wahrscheinlich der Grund für das Auftauchen der Erinnerung. Und die Erinnerung war beschädigt, weil die Maschine kaputt war. Jetzt, wo wir sie repariert haben, frage ich mich, ob noch mehr Erinnerungen auftauchen werden. Kann ich dir heute irgendwas Gutes tun? Ah, gerade den habe ich nicht. Blaue Sternlilie haben wir nicht. Aber ich gebe dir so einen.
Ihre Mutter zittert, so süß. So, passt. Okay, Muscheln. Dann müssen wir runter auf den Strand. So. Aber ich glaube, besser wäre es, wenn ich mal alles verkaufen gehe, weil kann ich das mit ein... Oh, mein Inventar ist voll. Okay, warte. Hallöchen. Dann machen wir verkaufen. Ja. Die hier können wir verkaufen. Da finden wir immer und immer wieder welche, die da. So. Ja, passt schon. So. Schon gut, danke schön. So, und jetzt brauchen wir nur mehr da die Muscheln. Mal schauen, wo welche sind. So. Kokosnüsse haben wir gerade verkauft, nehmen wir wieder mit. Davon sind Muscheln. So. Was haben wir hier? Sammeln. Bup. 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 So. Da hinten, die kann man auch einsammeln, oder? Jawohl. Okay, die kann man auch mitnehmen. So, dann schauen wir noch hier rüber. Das kommt weg. So. Was fehlt uns noch? Beides fehlt uns noch. Okay. Oh, warte. Einmal hier durch. Hier liegen aber nicht viele Muscheln herum. So. Da ist nix. Die können wir auch aufheben. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind, übersteigt selbst die Vorstellungskraft meiner Vorfahren. Okay, ich glaube, da müssen wir dann später nochmal runter. Was haben wir sonst noch? Oh, wo ist denn sie? Okay, dann gehen wir ins Restaurant. Schauen wir, was sie von uns will. Süßigkeiten und das, was ich nicht aussprechen kann. So. Okay, das muss ich jetzt raussuchen. Okay, da geht uns die Garnele ab. Na, das ist ja gar nicht das. Sind das nicht die komischen Bällchen? Hier. Käse, Milch und Ei. Warte. Einmal Käse. Milch. Mein Inventar ist voll. Nein. Warte, ich leg mal ab. Und ich leg mal ab. Milch und Ei. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht
viel gekauft, warte. Ich habe keinen Käse gekauft. Ich habe Butter gekauft statt Käse. Okay. Ja, dann so rum. So, bup, bup, bup. Und kochen. Krieg ich das noch mit? Nee, Inventar ist voll. Okay, warte, dann bringen wir ihm mal die Süßigkeiten. Maui hat immer Zeit für seine Fans. So, ich habe deine Bestellung. Bitteschön. Okay, und für dich haben wir deine Bestellung. Hallo. Oh, hallo, Schatz. Deine Bestellung. Bitteschön. So. Worauf wartest du noch? Los! Ah, meine kleine Lieblingsassistentin, du kommst gerade rechtzeitig, um meine Neuigkeiten über den Sonnenstein zu erfahren, bei dessen Aufspüren du mir schon seit einiger Zeit hilfst. Erzähl mir alles. Nach einigen brillanten Schlussfolgerungen meinerseits zeigte mir das Bild, das du mir aus der mythischen Grotte mitgebracht hast, was mit dem Sonnenstein geschehen ist. Um es einfach auszudrücken, er ist zerbrochen. Du musst die Fragmente finden und sie mir bringen. Nur jemand, der über Dreamlight-Magie verfügt, kann die Teile des Sonnensteins sammeln. Du bist so gut darin, Dinge zu beschaffen. Das ist wirklich dein einziges Talent, weißt du? Einziges. Was? Oh, das war nur ein Scherz. Warum bist du so gemein? Mhm. Oh, sei kein Baby, Ori. Ich sorge nur dafür, dass du dich nicht zu ernst nimmst. Du solltest wirklich mehr lachen. Du willst doch keine Falten bekommen, oder? Schließlich ist dein Gesicht auch so schon unansehnlich genug. Alter, sie ist so frech. Ich mag sie nicht. Nun zu den Fragmenten. Jedes von ihnen wird zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort erscheinen. Das Fragment der Morgendämmerung am Morgen. Auf der sonnigen Ebene. Das Mittagsfragment zur Mittagszeit auf der Lichtung des... Was? Auf der Lichtung und das Fragment Abenddämmerung beim Nacht im Wald. Okay. Sie leuchten wie Miniatursonnen auf dem Boden, so dass du sie leicht finden solltest. Sammle sie alle ein und bring sie zu mir. Okay, das heißt, die Quest werden wir nicht auf einmal fertig haben. Auf der sonnigen Ebene. Morgen müsste ja eigentlich schon funktionieren. So. Ich schau mal. Ob wir hier halt was finden, weiß ich selbst noch nicht. Okay, aktuell sehe ich noch gar nichts. Oder ich muss es ausgraben. Eins von beiden. So, warte, ich verkaufe nochmal. Schön, dich zu sehen. Ja, mach mal so. Hm.
Da hinten leuchtet was. Okay, ups, das wollte ich nicht. Warte, wir nehmen die natürlich wieder mit. Wo weg mit dir? Also, so rum. Ah. Ja, da drüben liegt's. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Ne? Ja. Okay. Gut. Dann schauen wir nochmal runter wegen den Muscheln. Bup. So, sind hier schon wieder welche nachgekommen? Wir schauen. Da ist nix. Okay, da drüben haben wir welche. So, schauen wir mal. Das ist so eine Jakobsmuschel, glaube ich. Ja, die haben wir vollständig und dann brauche ich noch zwei normale Muscheln. Okay, aber sieht nicht so gut aus. Okay, dann weißt du was? Gehen wir schnell nach Hause und leeren schnell unser Inventar. Da drüben sind wir zu Hause. So, da liegt noch Oregano oder Thymian, eins von beiden. So, warte mal, die kommen jetzt mal alle weg. Und die. Dann haben wir hier nichts mehr. Was haben wir hier drinnen? Das, glaube ich, gehört da gar nicht rein. Die Samen kommen drüben hin. So, warte. Da haben wir das Holz, aber das Holz brauche ich eh. Kann ich das aufteilen? Ich glaube, so viel brauche ich nämlich gar nicht. Mache ich so und rüber damit. Was haben wir hier drinnen? Bup. Bup. Das kommt noch raus. Da haben wir die Sachen auch noch mit rein. Das Glas brauche ich, die Muschel brauche ich. Da kommt das auch noch rein. Das gehört eigentlich dann rein, aber jetzt haben wir eh schon wieder genug Platz. Und die Samen können wir hier drüben gleich noch reinschmeißen. So. Und zack, weg sind sie. Was sind denn Gartensamen? Achso, die brauche ich. Muss ich die anpflanzen? Entschuldigung. Nee. Hä? Die werden gebraucht, aber... Okay. So, dann schauen wir nochmal runter. Es gibt's ja nicht, dass die Muscheln nicht kommen. Oh, warte ganz kurz. Nee, hier ist gar nichts noch. Ah, hier drüben könnten wir ja auch noch schauen. Da könnten wir auch Glück haben auf so Muscheln. Da sehe ich eine schon mal. So. Sonst ist keine da. Schade. Eine einzige brauche ich noch. Da ist nichts.
Okay. Na gut. So, wir haben eigentlich dann nur noch die sonnige Ebene, muss ich den Möbelstücke aufstellen. Auf der sonnigen Ebene. Das wäre dann hier drüben. Okay. Was könnte man reinpacken hier? Was haben wir denn eigentlich? Nee, alles. So, eine Vase. Ich glaube, sowas passt hier auch ziemlich gut. Warte, das packen wir hier hinten hin. So. Dann haben wir ein stehendes Fass noch. Das kommt dann hier hin. Geschenke zum Tag der Zeremonie. Nö, Muschelhorn. Oh, die sehen schon cool aus. Gnu-Reste. Jawoll. Upp. Ja, aber mehr habe ich gerade noch nicht. Ich meine, sowas kann man immer hinstellen. Hier ist eh so generell ein bisschen vertrocknet alles. Ah. Eine Kühlbox. Können wir hier noch dazu stellen. Und da haben wir drei. Und hier. Wie viel haben wir jetzt schon? Fertig. Okay, dann sprechen wir gleich noch mit dem Dagobert. Wo ist er denn? Hier oben. In seinen schicken Laden. So. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, ich hätte lesen sollen. Die Wirtschaft im Dorf. Gut, okay. Naja, das wissen wir eigentlich, das hat er uns eh schon beim letzten Mal auch schon gesagt. Bup. Da liegt jetzt die letzte Muschel. Aufheben. So, und bup. Wir müssen eh wieder zurück. Den Muschelrahmen müssen wir herstellen. So. Den kriegen wir hier auf der Werkbank hergerichtet. Warte. Ja, wo ist der jetzt drinnen? Hier. Herstellen. So, Mirabelle, wir haben's. Entschuldigung. Bitteschön. Die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Ori. Ich werde alles zu Herrn Duck bringen. Bis bald. Herr Duck. Ah, Mirabelle, Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Es macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander sind. Die Familie ist so wichtig. Vielleicht ist dies etwas, das du und Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr? Ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein. Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Ich hoffe, dass dir das Essen schmeckt. Oh, das werden wir.
Und du hast recht, Familie ist wichtig. Oh, ich muss dir was sagen. Ja, ich hab's mitbekommen. Hey! Ich sehe mal nach Donald und Herrn Duck, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Ja! Ja! Wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Oh. Sie stritten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mir und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Ori. Bis bald. Haben wir auch abgeschlossen. Okay. Hopp. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur mehr das. Und so eine Liste. Aber wir könnten ja... Was könnte man machen? Gute Frage, ne? Eigentlich wollte ich die nächste Ebene öffnen. Mach mal das, ha? Huh? Wie viel Dreamlet? 14.000 Dreamlet haben wir. Jetzt ist die Frage, welche Seite ist denn günstiger? Wir haben hier noch das vergessene Land und hier die eisigen Höhen. Ja, schau mal. Da hinten. Wie viel kostet uns denn das hier? $10.000. Ich glaube, das andere ist sogar teurer noch, ne? Aber das... Habe ich das nicht irgendwo mal gesehen? Wie viel das kostet? Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Da bist du ja! Ori, ich glaube, dass du die eisigen Höhen noch nicht besucht hast. Es ist ein Biom im Tal, das leider von Nachtdornen blockiert wird. Aber sobald du sie beseitigt hast, solltest du unbedingt vorbeikommen. Lass sie uns öffnen. Oh, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Du kannst jetzt die eisigen Höhen besuchen. Oh, wie schön. Bis auf den Fluch halt, ne? Aber sonst sieht schon... Der große Schneesturm. Olaf! Okay, warte, wir reden vorher noch mit ihm. Oh, Hallöchen! Ori, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Genau die Person, die ich sehen wollte. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass wir ein ziemlich großes Schneeproblem haben. Es gibt einen Schneesturm in den eisigen Höhen. Aber das hat nichts mit den meteorologischen Gegebenheiten zu tun. Es ist dunkle Magie im Spiel. Lass mich raten, ich bin Hänsige. Ich danke dir, ich werde mir dann mal ein paar Fäustlein besorgen. Was für ein magisches Schlamassel, was sollen wir tun? Um das in Ordnung zu bringen, müssen wir die Säule in der eisigen Höhen wiederherstellen. Das sollte die lästige dunkle Magie in Schach halten. Wie kann ich die Säule wiederherstellen? Ich nehme an, ich muss die Kugel finden, wie bei den anderen. Ganz genau. Aber ich fürchte, das ist leichter gesagt als getan. Die Kugel wird in den eisigen Höhen seit dem Vergessen vermisst. Und sie... Oje, sie ist schon so lange verschwunden, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, welche Dugend für ihre Magie verantwortlich war. Was könnte es gewesen sein? Nicht... Pünktlichkeit, Ordnung... Ordnung vielleicht, ne? Es ist eine wahre Tugend, genau zu wissen, wo alles hingehört und es entsprechend abzulegen. Eine seltene Tugend in diesem Tal, fürchte ich. Aber woraus auch immer diese Säule ihre Kraft bezogen hat, es war etwas mehr Elementares. Was auch immer es war, ich fürchte, du wirst Schwierigkeiten haben, die Kugel zu finden. Bei dem Schneesturm kann man kaum die Hände vor den Augen sehen. Ich schlage vor, dass du mit deinen
Nachforschungen im Zentrum der mystischen Aktivität beginnst. Du musst im Schneesturm nach der Quelle der Störung suchen. Beeil dich, der Sturm wird immer größer, wenn wir ihn nicht bald aufhalten, fürchte ich, dass er das ganze Tal verschlingen wird. Oh, und Ori, ich schlage vor, du ziehst dich dem Wetter entsprechend an. Es ist eisig kalt. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Weißt du was? Wir ziehen uns um. Garderobe. Eine dicke Hose erstmal. Ich glaube, die ist dick genug. Oder warte, da war ja noch was. Eine dornige Hose, schwarze Hose. Camouflage. Okay. Oberteil, wir nehmen ein... Haben wir etwas Langes? Haben wir nicht. Nee. Aber... Das sieht doof aus, ne? Nehmen wir grün. Oh. Und einen Mantel. Da passt die Hose halt nicht mehr dazu. Warte, wir nehmen eine schwarze Hose. Ja, wir nehmen die. Und, Hammer. Warte. Hüte. Keine richtige Kopfbedeckung. Aber wir könnten ja so machen. Und von den Schuhen her haben wir... Nehmen wir die. So.